Willkommen hier im Falkenstein. Und ein herzliches Hallo an alle Treugebliebenen und allen, die neu dazugekommen sind. Wir waren gestern, ja, vielleicht die am Samstag veröffentlicht. Je nachdem, wann ich die jetzt veröffentliche, je nach Lust und Laune, oder wann ich die veröffentlicht habe, sagen wir es so, ist entweder heute Samstag. Heute ist Samstag, gerade entschieden. Heute wird ein langer Samstag. Gehst du mal bitte zur Seite? Heute wird ein langer Samstag. Das heißt, ich muss mal hier kurz die markieren, damit ich weiß, wie viele Minuten ich aufnehme. Ja, das ist schön, dass du hier lang möchtest, aber hier ist Durchgang verboten. Zumindest für dich, mein Freund. So, dann machen wir hier jetzt den Stand. Zack. Ja, schön, ne? Guck mal. Kannst du mal zur Seite gehen, ne? Ich sagte, du kannst. Du gehst mal auch hier runter. Weg. Das ist nicht zum Spielen, Freunde. Hier wird nicht gespielt. Wir sind hier nicht auf dem Spielplatz. Und dass du jetzt hier drin bist, passt mir ja gar nicht. Weil ich will hier das Dach drauf bauen. Jetzt geh doch mal hier runter. Was ist denn mit euch? Was ist denn hier nicht richtig mit euch? Ach, du möchtest Händler werden? Ja, das ist, finde ich ja gut, ne? Eigentlich gefällt mir das ganz gut. Dann wirst du halt der Händler, ne? Ja, jetzt hast du Pech. Jetzt ist nicht mehr mit raus. Jetzt musst du drinnen bleiben. Wir sperren dich jetzt ein. Ganz einfach. Zack. Ganz einfache Kiste. So. Tja, das findest du nicht so gut, ne? Das hättest du dir wohl vorher überlegen sollen. Gott, ich habe Angst, hier irgendjemand zu hauen. So, kommt ja noch ein Dach drüber. Tja. Huch. Und was bist du hier für einer? Ach, der Waffenschmied. Ey, was ist denn mit euch? So. Das freut mich, dass hier jeder seinen Stand hier schon einrichten möchte. Mann, Mann, Mann. Ja, ich vergesse weiterzubauen. Diese Leute bringen mich alle nochmal um. Zack. Zack. So. Dann müssen wir mal nach da hinten. Hallo, ja, schön. Hier ist ein reges Treiben. Und Delfino, ich brauche mal deine Hilfe. Delfino. I need your help. Wobei, eigentlich kann mir da fast jeder andere auch beihelfen. Aber ich brauche Delfinos Hilfe, weil ich nicht die Ahnung habe, wie er das hier gebaut hat. Irgendwie mit Türen und den Dorfkern, den hätte ich gerne irgendwie. Ja. Die bedrängen den ohne Ende. Was mit euch, ey? Naja. Delfino, falls du das jetzt, wie gesagt, hörst oder siehst, es wäre schön, wenn du demnächst mal hier in Falkenstein vorbeischauen könntest. Und du mal runtergehen könntest hier. Ja, und diesen Dorfkern, den du gebaut hast, irgendwie verändern könntest. Damit man das Helle nicht mehr, gut, muss man ja. Damit man das Helle nicht mehr sieht, wollte ich sagen, aber. Das wäre ja blöd, denn es ist kein Licht da, ne? Und Licht wird ja benötigt, glaube ich, ja? Du bist ja der Fachmann für künstliche Ansiedlung von Dorfbewohnern. Ja. Ich muss ja schon sagen, irgendwie passt mir es ja gar nicht, dass du hier rumhüpfst. Aber gut, was soll's. Kann ich eh nicht ändern. Von daher baue ich einfach das Dach drauf und dann habe ich meine Ruhe. Eigentlich müssten wir überall einsperren, ne? Verdammt, keine Schaufel mehr. Geh mal hier zur Seite, Lady. Du machst mich richtig wuschig.
So, so, so. Ah ja, immer das gleiche, ne? Zack, 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 zack. Ja, ich habe gerade einen Baufehler gemacht. Habt ihr ihn bemerkt? Habt ihr ihn entdeckt? Ich gebe euch kurz Zeit. In der Zeit trinke ich mal ein Stückchen Kaffee. Wenn ihr den Baufehler entdeckt habt, wäre es echt cool. Also auch von euch, dann wüsste ich, dass ihr zuschaut und dass ihr... Also, Kommentare sind ja jetzt nicht so viel, ne? Aber dass zumindest ein Interesse hier daran überhaupt noch besteht. Wenn ihr den Fehler entdeckt habt, den ich gebaut habe, dann könnt ihr ja gerne, den... Oh, ist das ja blöd. Ja, doch. Dann könnt ihr den Baufehler, den ich gerade beseitigt habe, unten in die Kommentare mit der Minute reinschreiben, wann ich diesen Fehler, also diesen Block dort, gesetzt habe. Bin mal gespannt, ob hier jemand, das jemand macht. Ich würde mich jetzt natürlich überraschen, wenn es jetzt auf einmal, was weiß ich, wie viel sind es? Ich glaube, 71, nee, 70 sind wir jetzt, ne? 70. 70 Abonnenten ist übrigens, da bin ich ja schon begeistert. Ja, es würde mich auf jeden Fall überraschen, wenn einer, wenn jetzt auf einmal 70 Kommentare, sage ich so, wenn jetzt 70 Kommentare da wären, mit der Minute und des Fehlers. Wäre zwar cool, aber dann hätte ich auch ein bisschen was zu tun, weil ich mich dann natürlich für die auf die Kommentare antworte und auch bedanke. Und was haben wir vergessen? Richtig, die Lampe oben, da hinten natürlich auch. Ich sehe gerade, das ist hier ganz, ganz schlecht. Das passt ja hier alles gar nicht. Wie kann man das dann verhindern? Dass ihr hier hochklettert, wie verhindere ich das? Muss ich das hier verändern, ne? Das hier kann ich aber nur verändern. Das gefällt mir eigentlich so. Ja, ihr sollt hier nicht hochklettern, das ist das Ding. Oh, guck mal, der füllt sich ganz schön, der Markt, ne? Wie kann man das verhindern? Wie? Naja, na gut, darum kümmern wir uns ein bisschen später, ne? Später, Peter. Ach, Moment mal. Ach was. Was ist denn hier? Geht's euch gut oder was? Komm, Digga, ich befreie dich. Du bist frei und kannst gehen. Wo immer du hin möchtest. So. Natürlich braucht der Marktplatz braucht eigentlich keinen anderen Boden, ne? Nö. Nö, die Marktschnellen sind da und das passt so. Aber was wir brauchen, sind die Truhen. So, da ist Licht drauf, da ist Licht drauf. Da auch, da auch, da auch. Okay. Du hast es ja nicht anders gewollt, Freundchen. Wir machen das jetzt. Ich muss leider runter. Tschüss. Wir machen das jetzt mal ganz anders. Wir machen das so. Ich mach das einfach hier glatt, ne? Wenn ich das nämlich so mache, dann können die Enten nicht mehr drauf. Ne, können sie nicht. Somit habe ich das unterbunden. Und ich brauche die Dings nicht verändern. Die Mauer hier. So, ja, sieht jetzt nicht ganz so schick aus, aber gut, es würde passen, ne, mit dem Bild dann da, wo die Truhen sind. Das ist schon okay, glaube ich. Und es wird schon wieder Nacht. Wer hätte das gedacht? Denn es wird jetzt Nacht. Ich will hier hoch. So. Das ist ein Ding. Andere kommen hier hoch, ne, einfach immer so ganz nebenbei, so, whoop. Und ich? Mich lässt das Spiel nicht hoch. Frechheit. Frech. Einfach nur frech.
So, okay. Jetzt habe ich eigentlich alle wichtigen Sachen, die ich besprechen wollte, auch durch. Ich habe das mit dem Jugendfreizeitzentrum da durchgesprochen. Was mir ein Bedürfnis war. Und das andere habe ich auch. Und es wird Nacht. Wir haben 10 Minuten rum, also haben wir noch eine Folge in dieser... Also ein Tag in dieser Folge, so. So. Zack, schon jemand drauf. Keiner mehr hier, okay. Hätte mich auch gewundert, es ist nämlich nachmittags. Ich habe ähnliche Aufnahmezeiten wie der gute UFO-Mann. So. Schlafen wir einfach mal hier. Upp. Gute Nacht. Und guten Morgen. So, haben wir soweit. Jetzt ist meine Überlegung. Meine Überlegung ist jetzt, hier hinten kommen ja Truhen hin. Wobei, nö, guck mal, die können einfach herumhüpfen. Da haben wir, da haben wir. Da haben wir. Und hier haben wir. Da haben wir auch und wir sollten das essen. Ah, schon eingelebt. Bibliothekar, Bücher möchtest du verkaufen, okay. Und hier sind die Christlichen, okay. Sei gegrüßt. So, ich glaube, ich werde wirklich das irgendwie so noch umbauen, dass wir dort welche einsperren. Also, es mag zwar bitter klingen, aber wir... Dass halt hier Dorfbewohner hinterstehen. Hinter diesen... hinter den Tresen. Ich habe zwar noch keine Ahnung genau wie. Aber auch das wird ein Problem sein, was wir fix beheben können. Ihr fragt euch jetzt wie? Ich gebe euch die Antwort. Schaut mal, wie wär's denn damit? So. So. Und so. Gut. Und schon kann die Lady hier nicht mehr raus. Wir aber noch rein. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Wahrscheinlich nicht. Wir sperren einfach keinen ein. So. Können machen, was sie wollen. Ja, und auch du darfst machen, was du willst. Aber vorher darfst du mal zur Seite gehen. So. Okay. Hat, hat, hat nicht. Hat, 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 hat. Jetzt nicht verwechseln mit einer anderen Organisation namens Hat. Die irgendwie mit G anfängt. Oder? Fängt die mit G an? Nee. Die fängt mit T an, ne? Die wird zwar... Jihad ausgesprochen, aber ich glaube, die wird Chi, also wie Niesen, ne? Ausgeschrieben. Oder? Egal. Kann uns egal sein. Klasse, Tomcat. Hast du wieder super gemacht. Du bist ja eine Trantüte. So. Mehr ein Lämpchen haben wir. Alles klar. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall die Truhen. Und was wir noch viel dringender brauchen, sind, Holz, Holz. Holz, warte mal hier, das... wo ist das Holz? Hab's da hingetan, da ist es. Erde kommt weg, die weiße Wolle kann da rein. Das Holz kommt mal hier. Das kann hier weg, das kann weg. Das kann sowieso weg, das auch. Das auch, das auch. Die behalten wir ausnahmsweise mal, das Bett behalten wir sowieso. Die Wolle kann weg, das kann weg, das kann weg. Das und... Das auch. Und dann das hier auch. Super, mal nicht so. Das sowieso. Und Fichtenholz kommen. Hier. Und Erde und Stein bringen wir natürlich ins Silo. Ja, danke. So, der Weg muss noch weitergemacht werden. Die muss auch weitergemacht werden. Ich bin mir aber noch nicht schlüssig. Vielleicht reiße ich auch diesen Weg ab und mache den hier wirklich... Ach. Ihr müsstet mir mal ein paar Ideen geben, wie man die hier noch ein bisschen besser ausgestalten kann.
Erst habe ich überlegt, okay, hier in der einen Ecke kommt ein Waffenschmied hin, in der anderen Ecke kommt ein Werkzeugschmied hin, in der dritten Ecke kommt ein Rüstungsschmied hin und in der vierten halt so einer, der halt die ganzen Rohstoffe normal verarbeitet. Aber, weiß ich nicht. Dann hätten wir alles dreifach und vierfach, weil hier ist ja auch der Werkzeughandel, also der Laden, ne, vom Werkzeughändler, der noch nicht befüllt ist. Und hier geht's ja auch noch nicht weiter. Immerhin haben wir schon mal die... Ah, die Toilette fehlt da noch. Okay. Erde, zack. Hier haben wir Cobblestone. Und hier haben wir den normalen Stone. Zack, 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 zack. Klack, 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 klack. Ja, da oben brauchen wir noch Redstone, ne? Ja. Kriegen wir aber auch noch zusammen. Kriegen wir auch noch zusammen. Glaube ich. Vielleicht. Doch, ich glaube daran ganz fest. Natürlich glaube ich daran fest. Wenn ich was anderes sagen würde, das wäre schlecht. Ich weiß nicht, warum ich so viele Bögen gemacht habe, Freunde. Ernsthaft. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Warum habe ich denn Bögen gemacht? Ach doch, ich weiß es doch wieder. Ich wollte nämlich hier die Spender machen, ne? Hier so klack, 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 die. Und hier ist, ne? Weg da, weg da, weg da, weg da, weg, 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 da, da, weg, 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 da, da, da. So, genug rumgealbert. Da haben wir eine große Tanne. Hier könnten wir wieder einen Weg buddeln. Ah, wir haben keine Schaufel. Und wir wollten... Rosenberg. Okay, ich muss mal echt gucken, was hier noch so zu machen ist. Hier ist noch die Einrichtung ein bisschen zu machen. Die Toiletten. Die Tische natürlich. Hallo, jemand hier? Hier, die Zimmer müssen auch noch ein bisschen eingerichtet werden. Ja, spartanisch. Müssen eingerichtet werden. Jemand zu Hause hier oben? Hallo? Nö, keiner da. Scheinbar gut ausgeleuchtet. Das freut mich. Ah ja, und hier müssen wir noch das Gebälk fertig machen. Okay, das kann ich aber alles offscreen machen. Das sind so Kleinigkeiten, ne? So Schönheitsreparaturen ein bisschen. Und hier natürlich die Leiter nach oben. Die kommt ja mal weg. Machen wir einfach über erstmal hin. So. Alles klar. Kein Problem. Alles kein Problem. Den Markt haben wir fertig. Aber ich habe eigentlich gar keinen Bock jetzt an den Hafengebäuden weiterzubauen, weil... Weiß ich nicht, dann brauche ich Fichtenholz und das muss ich erst holen. Jetzt gehe ich enttäuscht weg. Aber ich habe andererseits schon Lust noch was zu machen. Die Kisten. Ah. Wisst ihr, was machst du da oben? Bitte geh da runter. Einfach unverbesserlich, die Leute. Ich sag euch das. Ich sag euch das. Warte, warte, warte mal. Wir brauchen Schilder, ne? Truhen. Haben wir eine normale? Drei? Jetzt kommen wir weg. Hier nicht. Hier nicht, aber hier können wir Getreide mitnehmen. Ein Stack. Hier nochmal Truhen. Hier sind keine Truhen, das ist okay. Okay. Zack und zack. Kommen wir ran, perfekt. Zack und zack, kommen wir dran. Und hier kommen wir natürlich selbstverständlich auch dran. So, das heißt, jeder Stand kann drei Truhen in sich haben und das sind dann 3, 6, 12, 24 Truhen. 24 Gegenstände können dort angeboten werden, das ist schon eine Menge. Und ich weiß wieder nicht, wie man Redstone-Truhen baut. Wir brauchen nämlich 8 Redstone-Truhen. Ja. Und wir haben nur 20. Das ist ja der Wahnsinn! So, dann können wir gleich normale Truhen machen. So, kriegen wir hier raus 8. Sollte reichen. Vielleicht. Und die
Kühe müssen wir vermehren. Ach, ich brauche keine letzten Truhen, alles klar. Hallo, ich habe Getreide für euch. Lauf, Forest. Warum läuft er nicht? Jetzt läuft er, okay. Mal einen Schluck trinken. Ah, das war diesmal nur Wasser. So. Hallo. Ich nehme auch noch ein bisschen, das ist okay. Lasst mich mal durch, bitte. Danke. So. Vermehrt euch, liebt euch, macht was ihr wollt. Hauptsache ihr gebt mir mehr von dem, was ich will. Nee, kein, nee, mit Tieren nicht. Ich möchte eigentlich nur Liebe verbreiten. Und nicht Liebe machen. So. So, habt ihr euch jetzt alle hier vermehrt? Habt ihr jetzt schon? Ihr habt doch schon jetzt, oder? Alles klar. Ha, da holen wir dann uns aber die Falkenkralle. Und die kriegen wir noch fix, oder? Keiner da. Bewölkt es auch ein bisschen. Falkenklinge natürlich. Und jetzt gibt es da wieder. Hallo? Oh, sorry. Das wird ja ein richtiges Schlachtfest. So, Kuh. Die Weiße lasse ich leben. Stirb. Und. Oh, wir müssen schlafen. Schlafen wir einfach mal hier im Gehege. Gute Nacht. Und es ist ein langer Samstag, also bis gleich. Oh, das ist ein langer Sonntag. Ha, wer weiß das schon. 19. So, warte mal. Wir brauchen... Erst die Schafe. Müssen wir auch mal ausdünnen. Ausdünnen? Ausdürren. Ist mir alles zu viele mit Schafen. Ihr seid mir zu viele. Wisst ihr das? Ja, ich weiß. Später jammer ich wieder um, dass ich keine Schafe habe, aber... So, die wachsen ja alle nach, ne? Kühe haben wir echt nur eine und ein paar kleine. Zack, zack. Hallo! Ja, ich weiß, das findest du nicht so gut, Koscher, ne? Brauchst gar nicht abhauen. So, okay, ah, guck mal, wie viel Hammelfleisch? 19, okay. Das ist okay, ein bisschen ausgedünnt, die... Einfach gegenlaufen. So, so. Und das Getreide packen wir hier rein. Nicht wahr? Die Wolle nehmen wir mit und packen die. Hallo. Die Wolle packen wir wieder hier rein. In die nicht. Die auch nicht hier, ne? Jo. Und das Fleisch können wir natürlich verarbeiten. Ein Apfel? Den essen wir jetzt. Klingt komisch, ist aber so. Schade, ich hätte gern diesen Baum auch so ein bisschen, ne? Wisst ihr ja. Habe ich wahrscheinlich schon 100.000 Mal erzählt. Und trotzdem erfüllt mir keiner diesen Wunsch. So, sind 26, alles klar. Sind dann 26 und 24 brauchen wir nur. Das bedeutet, hier können wir unser Essen reintun, was wir nicht haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Freunde? Wir haben nur 3 Plätze, alles klar, kein Problem. Aber Kartoffeln, die müssen gemacht werden. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Können hier mit rein. Ja, mit rein. Alles klar. So, haben wir hier schon welche drin? Yes. Zack. Ja, hallo. Na? Jetzt haben wir hier genug Kartoffeln. Jetzt sind wir mal so, dann können wir die hier noch mit reinpacken.
So. Nicht wahr? Alles klar. So, Freunde der Sonne und des Lichts und alle anderen Sachen und wie auch immer. Kartoffeln sind nahrhaft. Wir haben da ein Problem, Houston. Welches denn? Wir haben keine Stickies mehr. Das macht nichts, schon haben wir wieder welche. So. Okay. Wir wollten für die Stände Dinger machen hier, ne? Die hier. So und 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 so. 26, genau. Dankeschön. Gut, Truhe. Die Truhen. Die Truhen. Hier haben wir. Geh mal weg. 1, 2, 1, 2, 1. Okay. Kriegen wir alles hin, kein Problem. So und so. Ding, 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 ding. So und so. So und so. So und so. Ja, hallo, Frau Fleischerin. Wie geht's denn so? Und der Künstler natürlich. Auch. Natürlich. Wenn man vom Teufel spricht. Ja, sorry, du musst da weg, Mäuschen. Du bist da so ein bisschen im Weg. Oder? Das wird immer zwei Artikel und in der Mitte ist die Kasse. Das ist eine gute Idee. Das ist eine hervorragende Idee. Und ich habe vor einiger Zeit mal ein Währungs... Hier steht schon Schlange, was ist denn hier? Fleisch? Fleisch gibt's doch noch gar nicht. Es freut mich auf jeden Fall, dass der Marktplatz hier gut angenommen wird. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. So. Jetzt überlege ich, mache ich wirklich in der Mitte die Kasse? Dann könnte man die Bilder... Warte mal, mach ich die Bilder hier dran? Ja, dann sieht man wenigstens, was gekauft werden kann, ne? So und so. Und so und so. Und so und so. Und so und so. So und so. So und so. So, okay, jetzt hat jeder davon zwei Artikel, kann er denn, ne? So Werkzeug und vielleicht Waffen. Jetzt muss man es natürlich von jeder Richtung sehen können. Dann machen wir doch einfach hier... da oben so Hauptschilder dran, ne? So zum Beispiel... so ein Apfel für Obst und Gemüse und so ein Zeug. So, zwei Schilder haben wir noch, das ist okay. Und wenn wir schon dabei sind, können wir gleich mal Obst nehmen. Hier, Bogen. Bögen und Pfeile. Auf jeden Fall. Bögen und Pfeile gehen immer. Und den Bogen können wir direkt da oben reinballern. Denn das ist dann der Bogenmacher. Ne? Ganz einfach. Hier noch Pfeile. Ja, aber hier noch Bogen. Zack. Und hier haben wir auch noch Bögen. Guckt euch das mal an, dass wir hier einen Bögen haben. Dann machen wir dann gleich zwei Bögen. Einmal ist der schlechtere. Dann machen wir den und den zu einem guten. Und den zu einem ganz guten. Ach so, geht gar nicht gut. Okay, macht nichts. Haltbarkeit. Huiuiui. Warte mal, kann ich das eigentlich. Warte mal, kann ich den eigentlich reparieren? Was haben wir denn hier? Den? Und den? Haltbarkeit, Flamme und unendlich. Haltbarkeit, Flamme und unendlich. Und wenn ich das so mache? Der kostet jetzt 21 Level. Zack. Und schicken neuen Bogen. Drei Level nur gekostet. Ist okay. Hier nehmen wir die Steaks. Und
Der Bogen. Wo machen wir den Bogen? Den Bogen machen wir... Was bist denn du für einer? Werkzeugschmied? Okay, dann nicht. Dann kommt der Bogen hier. Oh. So war das nicht geplant. So. Ne? Hier ist dann der Bogen. Und... Man kann hier einen Pfeil rein. Und dann packen wir da auch die Pfeile rein. Einen brauchen wir allerdings für unseren Bogen. Und Bögen haben wir ja auch hier hinten, ne? So. Bögen haben wir auch dort hinten. Da können wir gleich mal die ganzen Bögen mitnehmen und da einsortieren. Ach ja, schön. Es freut mich ja, dass der Marktplatz fertig wurde. Oh. Schon wieder mit dem Mikrofon an die Tasse gekommen. So, die nehmen wir mal mit, die Bögen. Zack, 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 zack. Ja. Jetzt überlege ich gerade, nehme ich jetzt hier auch Fäden mit? Und die? Und sowas hier? Weil daraus könnte man ja dann auch theoretisch Bögen bauen. Und das wäre dann der Zubehör. Wobei, nein, die Sachen kommen dann in die Werkstatt von dem Bogner. Von die Bognerei, ne? Weil der verkauft ja seine Waren auf dem Markt. Klingt logisch, ne? Und dann kommt man da hin und könnte man ja sagen, jo, ich nehme jetzt ein bisschen Flint, ein bisschen Faden, ein bisschen Federn und ein bisschen Sticks. Und dann verkaufe ich einfach, baue ich mir einfach selber meine Sachen. Und das wollen wir ja nicht. Also, Bogen, zack. Bögen. Bap, 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 bap. Und bap. Genau. So, und hier ist die Kasse. Die muss ich nur ausschildern. Ja, hallo, Herr Werkzeugschmied. Wie geht's Ihnen denn? Werkzeug soll hier hin. Alles klar, kein Problem. Kriegen wir hin. Das hier ist noch ein Bogen. Das kriegen wir hin, Werkzeug. Haben wir hier irgendwie... Oh, das ist nur Diamant, okay. Die ist auch schon ganz schön abgenutzt. 200 Benutzungen hat die noch, okay. Müssen wir mal ein bisschen jetzt drauf achten. Ach, hier ist der Bogen, okay. Drauf achten. Werkzeug, na, Steinwerkzeug. Warte mal, wo ist unser Bett? Hier war doch eigentlich immer ein Bett. Naja, gut, nehmen wir das. Gute Nacht, schön am Ofen. So, dann sind wir auch wieder. Das brutzelt hier alles vor sich hin, das sowieso. So. Warte mal, am Hafen ist ja quasi die der Werkzeugmacher. Der Werkzeugmacher ist dort und bietet Werkzeug an. In allen Variationen. Dann wollte ich dort auch einen Rüstungsschmied haben. Okay. Aber der könnte auch hier seine Sachen... Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall Lebensmittel. Lebensmittel. Was ist viel? Was haben wir viel? Wir haben hier viel... Karotte ist Gemüse. Kartoffel ist auch Gemüse. Apfel ist Obst. Fleisch. Der Fleischer, das rohe Rindfleisch können wir mitnehmen. Der hat rohes Rind und rohes Schweinefleisch. Wobei Schweinefleisch, das ist glaube ich nicht so gut mit den Barbaren. Okay. Dann können wir mitnehmen Brot. Bäcker, ist klar. Den nimmt dann das Brot mit. Und Gemüse haben wir noch. Äpfel. Äpfel und Melonen könnte man dann nehmen, ne? Das ist ja Obst. Und für Gemüse nehmen wir einfach Kartoffel. Nehmen wir einfach die Kartoffels. Und die Mohrrüben. So. Damit wir das jetzt auch alles hinkriegen, muss ich jetzt kurz ein bisschen mich konzentrieren. Hier ist also Werkzeug. Was ist denn hier? Hier kommt dann Bäckereiwaren. Da könnte man... da haben wir Bogen. Hier haben wir Werkzeug. Oder musst du mal gucken. Dann wird hier hinten die kulinarische Ecke. Hier, wo auch recht viel los ist, denn sind hier die Backwaren. Ja. So. Machen wir gleich das Brot rein. So. Wunderbar. Brot.
Lecker. Und hier das Obst. Dann machen wir einfach Apfel hin. Flupp. Können da die Äpfel hin. Zack und blub. 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 Die Äpfel. Die Apples. Und Melonen. Melonen haben wir aber noch nicht. So, dann kommen hier die Karotten. Die sehen mehr nach Gemüse aus irgendwie, ne? Karotten sind halt Gemüse. So. Und die können hier in schwupp, schwupp, schwupp. Es wird ja nicht alles hier angeboten auf dem Markt, ne? Ist ja normal. Karotten und die Kartoffeln. Die können hier in schwupp, schwupp. Haben wir keine mehr. Mist. Wir müssen bald mal einen Kartoffelbauern aufsuchen. So. Zack, ne? Karotten und Kartoffeln. Im Gemüsehandel. Da ist Obst, Gemüse, Brot, dann kommt hier Fleisch. Hier packen wir das Fleisch hin. Natürlich so ein schöner Schinken. Zack. Einmal nach links. Und der kommt dann hier rein. Wobei, wir können noch groß haben. Vielleicht. Nee, das hier gefällt mir besser. Schönes Rindfleisch. Und hier kommt die Hammelkeule rein. Zack. Na, das ist dann immer eine kleine Auswahl von irgendwelchen Waren. Aber man hat sie dann. So. Gemüse haben wir. Hier ist das Essen. Essen alles weg. Nee, Brot haben wir noch eins hier. Guck mal, Brot können wir hier. Zack. So. Und die gekochten Waren, die kommen dann halt, ne, alles in eine Gaststätte. Obst, wir brauchen Melonen. Melonen brauchen wir. Hm. Werkzeug schon. Ja gut, Werkzeug brauche ich nicht. Aber hier, der Fleischer, du hast doch bestimmt Melonen. So, hier haben wir noch nichts, noch nichts, noch nichts. Aber schön, dass die hier irgendwas anpflanzen und dann auch nicht abbauen. Ich sehe schon, das war keine gute Idee, ne? Ja. Ach, Mädels, wisst ihr. Haha, ja, der Spruch kommt jetzt nicht mit Windows Vista. Habt ihr wohl so gedacht. So. Dann können wir gleich die hier mitnehmen und das hier erstmal hier rein tun. So und zack. Was ist denn mit dir hier? Festgefroren? Geh mal runter. Hm, schön. Okay. Ach Mensch, muss das denn jetzt hier alles kaputt gemacht werden? Das ist nicht so nett. So, so. So, jetzt will ich das hier nicht mehr sehen. Haben wir uns verstanden? Ich will das nicht nochmal sehen, dass hier irgendwas kaputt gemacht wird. Okay, hier wurde auch irgendwas schon angepflanzt. Und damit das auch angepflanzt bleibt, verändern wir das so. Die Türen habe ich vergessen, ich weiß. Hier ist auch schon was angepflanzt, das ist sehr schön. Zack und zack. So. Hallo. Und hier ist auch was angepflanzt. Nehmen wir den weg. Oh, Freunde. Macht. Nee. Flachs. Ohne Flachs. Ihr macht mich nochmal kaputt. Ja, ihr hüpft dann hier mich hier rauf und darauf. Naja, das kenne ich doch. Ich kenne doch eure Storys. Dann hüpft er hier rauf. Ja, ja. Hm, kenne ich. Tja, was mache ich denn da? Wie verhindere ich, dass da Leute runterfallen? Ich lasse das erstmal so. Ey. Unfassbar, wie viele eiserne Kerle wir haben. 1, 2, 3, 4, 5. Was machen die Kühe? Ihr Schafe seid ja schon gewachsen. Kühe, hört euch doch schon mal ganz gut an. Nee, warte mal, das machen wir hier. Den nehmen wir noch mit. Ja, es ist hier eine Folge da, wo einiges passiert. So. Ab, 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 die Wurst, da, 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 da. Die Kühe sind klein, das ist schlecht. Eine Kuh ist groß. Mm.
Aber wenigstens sind die Schafe gewachsen, das ist schön. Zack, her damit. Zack, her damit. Okay. Die müssen wir auch bald umpflanzen, ne? Also die Kühe. So, das kann wieder da rein. Irgendwie ist es doch sehr schön, wie die... Also wie der Marktplatz belebt ist. Und wie gesagt, Delfino, ich hätte gerne diese Stelle... Hier. Hier in dieser Position. Ah, hier vorne. Hier zu dieser Position. Also da, wo ich jetzt die Fackel hinsetze, wenn du es siehst, Delfino. Da möchte ich gerne diesen Punkt hier haben. Also, dass dieser, was weiß ich, was du auch immer gebaut hast, dass hier das Gras, das Glas dann rausschaut und die Konstruktion quasi unter diesem Raum hier ist. Also hier ist dann die Fläche von dem Dorfzentrum, weil es soll ja der Marktplatz sein und hier ist das Zentrum dann. Gut. Soweit, so gut. Jetzt muss ich kurz überlegen. Hier mit dem Bogen. Dem Bogenmacher. Könnten wir hier doch... Ne, Waffenschmied haben wir dann da hinten wahrscheinlich mit. Bogen, was gibt's denn noch? Was haben wir hier so? Das kann damit hin, das kann damit hin. Das nehme ich zum Essen. Yippie. Was ist denn hiervon sinnvoll? Ja, so ein Lederjackentyp, ne? So ein Kleidungstyp könnte man machen. Müsste man die hier nehmen? Oh, dann haben wir hier eine komplette Lederrüstung, ne? So, so. So. Naja, nee, jetzt kommt beim Rüstungsschmied hin. Oh, hier haben wir noch 4 Kuhleder. Rüstung kommt beim Rüstungstyp hin. Wir könnten allerdings... Na klar, hier so ein Blumenladen. Wovon haben wir viel? Welche sieht denn gut aus? Als Blume? Als Blumenladen-Symbol? Na, beim Blumenladen können ja dann dieses Zeug hin und eigentlich kann da das ganze Zeug hier hin. Was ist hier denn? Dann kommt in den einen Blumen rein und in den anderen Saat. Und das kommt sowieso weg, das kommt auch weg. Und die Saat, naja gut, dann müssen wir uns ein späteres Silo machen. Schon wieder dunkel. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. So. Okay, Blumen. Ich finde die rote, glaube ich, ganz passend, oder? Für Blumen? Hier kommt irgendwas anderes. Hier kommen die Blumen hin. Ja, doch, das passt. So, dann haben wir hier die Blumen. Und als Saat? Naja, als Saat nehmen wir natürlich dieses. Na, warte mal. Nee, wir nehmen als Saat, nehmen wir das hier. So. Dann kann das hier hin, das da rein, das natürlich, das hier. Die Kerne können eigentlich auch mit rein. Ach komm, die Saat hier, den packen wir jetzt auch erstmal vorübergehend mit rein. Und die Blumen. Zack, 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 zack. Okay, und ich sehe, wir müssen wieder schlafen. Ach, die Zeit vergeht immer. Freunde, gute Nacht. So, was haben wir hier? Erfahrungspunkte haben wir hier. Richtig. Hier ist nix und hier haben wir... Oh, Steaks. Die Kartoffeln, die können wir jetzt hier reinpacken. Die packen wir natürlich... Guck mal, können wir auch gleich wieder ernten. Alles klar, wunderbar, Herr Kommissar. So, dann nehmen wir gleich mal wieder so. So, so, 1, 2, 3, zack. Und hinein. Nein! Und falls jetzt jemand hier zu Gast ist, kann er sich gerne natürlich hier so ein Stack Kartoffeln rausholen. Selbstverständlich ist das kein Problem. Aber... Ja, fertig. Ich habe das gerade gehört. Durch Atmen von dir. Wir haben ein anderes Problem. Richtig. Wir brauchen einen Platz... Für unsere Mühle, beziehungsweise wo wir Getreide anpflanzen. Erst habe ich gedacht, oben auf dem Berg.
Also auf den da, ne? Da hinten. Ich gehe da mal lang, sehe ich das. Erst habe ich gedacht, man könnte hier so ein Getreidefeld hinmachen. Das wäre eigentlich gar keine gute Idee. Ich muss mal hoch irgendwie. Ich brauche mal eine bessere Übersicht. Hat sich irgendwas verändert? Nein, oder? Nee. Zu viel auf einmal. Ich muss mal hoch. Den nehmen wir mit, das Bettchen. Ach komm, was soll's jetzt hier? Der Bogen kann jetzt auch mal weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das weg, das weg, das weg. Passt nicht rein. Mist. Mist, habt ihr wieder super gemacht. Ja, ihr seid an allen schuld. Habt ihr alles verbockt. Gibt es denn sowas? Ich habe keine. Oh Gott, ich weiß nicht, was der Monster da ist. Hier irgendwo ist auch eins. Ich will nicht sterben. Eigentlich habe ich das gut ausgeleuchtet hier, ne? So, ab nach oben. Ding! Zweiter Stock. Ding! Dritter Stock. Huch. Und hier ist kein... Ach ja, ich habe mich auch weitergebaut. Schaut euch mal diesen Berg an. Das ist denn die Falkenwacht. Warte. So, das ist die Falkenwacht. Alles, was hier zu sehen ist in dem Ding. Wird dann bis zum Becken gehen. Aber ich wollte irgendwie raus und nach oben. Ich weiß doch, dass das wieder nichts wird. Was soll's? Au! Beine gebrochen. Beim Peter Maffa. Und hab mir beide Beine gebrochen. Weil ich vor der Teppichkante gestolpert bin. Ja, Peter Maffa, ihr kennt ihr, oder? Der ist nämlich ein kleiner Wicht und. Eine Teppichkante ist, komm schon! Ha! Denkst du, ich erwisch dich nicht? Du Biest! Du Biest, hab ich gesagt! Ja, jetzt aber! Patz! Hat sie was fallen lassen? Scheinbar ja. Wir sehen aber nicht was. Macht nix. Wir haben ja unseren Bogen dabei. Ach, unser Schwert und Bogen dabei. Na und hier sind also unter Wasser quasi, wenn das alles hier mal voll getaut ist, abgetaut ist und geschmolzen und etc. pp. Etc. pp. Mhm. Und hier oben? Hey. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte. Ich glaube, Delfino war das. Er meinte, ich soll hier oben was hinbauen. Was denn alle schockiert. So. Ja, richtig. Ich finde... Es sieht hier schon mal sehr gut aus. Und jetzt ist die Überlegung. Wir haben hier den Schornstein. Wir könnten um den Schornstein rum das alles ein bisschen anpassen. Und quasi dann Getreide drauf pflanzen. Nicht so gut, glaube ich. Aber wir haben doch... Hier hinten die Freifläche. Das kann ja theoretisch genutzt werden. Huch. Nee, das hier wollte ich. Muss ja mal überlegen. Theoretisch kann man das nutzen, um Getreide anzupflanzen. Theoretisch ja. Andererseits gefällt mir das nicht so gut. Ich würde das Getreide lieber... anders anpflanzen. Habt ihr vielleicht eine gute Idee? Wo das Getreide hin könnte? Ich werde einfach mal ziemlich mittig gehen, sage ich mal. Wupp, schwupp, schwupp. Und werde dann mal die Karte so hinpacken, dass man alles sieht. Genau, so sieht man jetzt alles. Also quasi in diesem ganzen Gebiet hier könnte man irgendwo... und die hinbauen.
Allerdings dort rechts geht's nicht, weil da ist ja die Schmiede und da ist es, die Jugendherberge, da ist das Hafengebäude, da ist das zweite und da auch. Das heißt, wir brauchen auch Häuser, Wohnhäuser. Wohnhäuser wollte ich eigentlich da hinten in dieser Ecke machen. Und es wäre demnach möglich, dieses Getreide da hinten neben dem Kloster zu machen. Also ihr seht ja unten auf der Map die Balken von dem unfertigen Gebäude. Und da wäre es halt möglich. Denn daneben so ein, ja, eine Getreidefarm zu bauen irgendwie. Allerdings bin ich mir noch nicht schlüssig wie. Müsste man mal gucken. Oder aber... Oder man baut natürlich das Getreide draußen an, quasi ganz links jetzt im Bild zu sehen. Da so. Wo jetzt auch, wo ich die Fichten angebaut habe, die gerade übrigens, glaube ich, gewachsen ist, eine. Wie auf dem Bild zu sehen war. Ja, muss man mal gucken. Das könnt ihr entscheiden. Oder ihr sagt natürlich, okay, nee, mach das hier und... Du könntest ja... Na klar. Theoretisch könnte ich das. Hier oben auf der Schmiede. Das alles ein bisschen anzupassen. Und dann das Gelände dann zu nutzen. Weil hier die große Fläche ist ja verbaut. Und wie gesagt, ich müsste langsam auch mal Wohnhäuser für die ganzen Bewohner anbauen. Anfangen zu bauen, so. Und das wollte ich gerne hier machen. Auf dieser ganzen Fläche. Dass das hier so ein Wohnviertel wird. Ja, hier muss natürlich dann weg. Hier Wohnviertel, Wohnviertel, Wohnviertel. Hier muss noch ausgebessert werden. Hier auch noch. Wohnviertel, 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 Wohnviertel. Und dann quasi hier. Hier wäre es möglich. Da haben wir denn den Berg, das ist schlecht. Hier wäre es möglich. Gut, die Mauer kommt hier noch teilweise hin. Hier wäre es aber möglich. Innen drin. Moment mal. Moment mal, jetzt habe ich eine kleine Idee. Ich müsste das natürlich allerdings hier fertig bauen. Alles anheben. Und dann mit dem Fluss, der hier oben rauskommt, könnte man eine Bewässerungsanlage bzw. eine Ernteanlage bauen. Das könnte funktionieren. Da hätte man hier so ein kleines Erntefeld. Zack, zack, zack. Und hier könnte man eine Mühle hinbauen. Wobei eine Mühle wäre ja natürlich super. Super gut wäre die Mühle ja natürlich hier irgendwie auf diesem Berg. Fast reingefallen hier. Ha, reingefallen. Eieiei. Hier, das wird echt viel Arbeit, hier ein Wohnviertel hinzuzimmern. Nee, auf diesem Berg hier könnte man ja eine Mühle bauen, die halt von der Position hochgelegen ist. Und da ist natürlich Dings. Und dadurch natürlich auch viel Wind abbekommt. Und da hätten wir hier eine Mühle direkt auf dem Berg. Und an dem Berg dann so ringsherum die Häuser. Ich muss mal gucken, wie ich die Häuser baue. Was runtergefallen und hier müssen wir echt alles ausfüllen. Oh Gott, vielleicht ist es doch sinnvoller, den Berg abzutragen. Ja, oder man macht halt hier hinter so den Weg. So wie hier. Zack, 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 durchgängig und dann hier so die Mühle vielleicht. Ich weiß es nicht, der Platz wird echt wenig langsam, ne? Wir bauen natürlich auch ganz schön groß. Da braucht man sich nicht wundern. Aber wer groß rauskommen will, muss groß bauen. Und ich sehe gerade, in 4 Minuten erhalten wir eine Stunde jetzt heute aufgenommen. Und das, ich denke, das reicht dann auch, ne, für den langen Sonntag. Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag, wie auch immer. Es wird dunkel, okay. Die stürmen schon alle hier zur Ecke. Jo, hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Beleuchtung braucht der Marktplatz noch, ne? Beleuchtung, ja gut, Beleuchtung kriegen wir hin, das ist kein Problem. 1, 2, 4 Laternen und dann passt das. Oder direkt hier so drüber. 1, 2, zack, zack, zack. Mal gucken, Freunde, mal gucken. Wie gesagt, entscheidet mal ihr, wo das Getreidefeld hin soll. Und, ja, wenn ihr Lust und auch
Bock dazu habt, könnt ihr gerne das Bild halt, was ich hier gemacht hatte, was ich euch gezeigt habe, ausschneiden. Theoretisch geht das ja, ne? Und dann, sind wir alleine? Ja. Und dann könnt ihr theoretisch da einzeichnen, wo ihr was machen würdet. Über sowas würde ich mich natürlich sehr freuen, weil es, dann könnte ich direkt nach euren Plänen bauen und drauf eingehen. Oder ihr könnt es natürlich auch beschreiben und dann, naja, aber ihr kennt ja das Problem, ne? Hier, da sollen Querträger rein und da oben, naja, hatten wir schon mal. Also in diesem Sinne wünsche ich euch ein restliches schönes Wochenende und wir sehen uns dann am Montag wieder. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss, Freunde, und schön wach halten. Ciao.